Ja, moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Unboxing-Video. Und zwar die Überraschungsboxen von Zack, die Barsch-Version. Mehr seht ihr nach dem Intro. Jetzt werden wir sie mal öffnen, gemeinsam. Verpackungsmaterial, einen Zack-Aufkleber, vermute ich mal, mit Unterschrift. Wer, kann ich aber nicht sagen. Die Box wurde mit ganz viel Liebe gepackt von unserem Mitarbeiter, weiß ich nicht. Dann haben wir eine Packung Dudes in 3 Inch, 7,6 cm in Moore Silver, 10 Stück. Dann haben wir Schickköpfe, 1,0, 3 Stück Inhalt, 7 Gramm. Dann haben wir nochmal Schickköpfe, 1,0er, 3 Stück, 10 Gramm. Dann geht es weiter mit nochmal Schickköpfe, Größe 2, 4 Stück, 7 Gramm Variante. So, dann haben wir ein Skördelschick. 1,0er Haken, 5 Gramm in Pink Whitey. Jetzt für den Winter für Barsch perfekt geeignet. Wir haben noch ein Skördelschick, 1,0, 7 Gramm in Brown. Auch schön für die Jahreszeit. Dann haben wir eine Wundertüte mit mehreren Jerks. Ich vermute mal in der 3 Inch Version in mehreren Varianten, Farbvarianten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Auch sehr geile Köder. Was ich schön gefunden hätte, wenn es wie beim Adventskalender Aufkleber drauf gewesen wäre, wie der Köder heißt, welche Größe das ist. Das ist bei den Adventskalendern echt eine coole Sache gewesen. Vielleicht zeigt nächstes Mal Verbesserung Aufkleber anbringen. Dann haben wir nochmal Jigköpfe in Größe 2, 4 Stück, 5 Gramm. Eine Packung Haribos, immer gut für zwischendurch und der Junior freut sich. Dann haben wir einen Danny 45 in UV-Aktiv in der Farbe IU und 1,80 Meter Tauchtiefe, Lauftiefe, so rum. Floating und Silent, ich glaube, ich brauche nicht dafür zu sagen zu den Zack Danny, Top-Köder, hat auch schon gut Fisch gebracht dieses Jahr. Meinen ersten Hecht dieses Jahr direkt auch auf einen Danny aus dem Adventskalender letztes Jahr, also bin mit denen sehr zufrieden. Und dann haben wir noch einen Hitch 60 in der Lauftiefe, einen halben, also 0,5 bis 1,80 Meter, glaube ich, waren die. Ja, warte. Bis 1 Meter. Auch ein sehr geiler Köder, 4,5 Gramm UV-aktiv. Habe ich auch dieses Jahr einen schönen Barsch drauf gefangen. Also Top-Köder. Dann haben wir im Barsch-Design das neue. Ein Aufkleber von Zack. Und ganz unten verbirgt sich noch ein Beipackzettel, wo nochmal alle Köder, die hier drin sind, drauf beschrieben sind. Und das ist der Jack in 7,5 cm gewesen. Auch eine coole Sache. Warenwert 57,05 €. Die Box hat gekostet knappe 30 Euro. Mega Box. Ich bin damit sehr zufrieden. Freue mich nachher, die Sachen auch in meinen Kisten einzusortieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert die Glocke. Lasst einen Daumen da und bis demnächst.